Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Grounded. Wir haben beim letzten Mal uns hier ein paar Spinnenweben besorgt und hier wird auch schon Seide gemacht. Das tue ich mal direkt hier rein und fülle mal gerade wieder nach. Da brauchen wir uns ja dann fortgeschrittenere Werkzeuge mitmachen. Und ich würde sagen, wir holen uns heute noch einen Bombardierkäfer, dass wir dann hier eben auch wegen den Werkzeugen die Insektenaxt machen können. Was ich auf jeden Fall vorab noch machen würde, wäre wahrscheinlich mir noch so ein paar Stinkepfeile herstellen. Deswegen würde ich einfach mal gerade sagen, ich habe den Hammer, den habe ich noch da. Da würde ich mir einfach nochmal diese Wanzen, die würde ich nochmal angreifen gehen. Und wir gehen sowieso nochmal schnell was trinken. Das wird nämlich auch schon wieder Zeit. Das geht immer so schnell. Achso, da ist er wieder. Guten Tag. So. Hier ist leider nichts, aber vielleicht da vorne in der Mitte. Nein, auch nicht. Dann bleibt nur noch die Dose. Ah, da kommt's. Ach, das ist aus der Dose. Okay, ich dachte, das wäre von der anderen Seite. Dann müsste hier aber auch wieder eins drin sein. Ja, da ist es. Die ist leider nicht so. Die bringt leider nicht so viel. Die ist nicht so ertragreich, wollte ich eigentlich sagen. Aber gut. Uah. Was ist dann wieder Musik gerade los? So, hier vorne ist ja auch noch ein bisschen was drin. Genau, dann sollte es aber auch reichen. Gehe ich mal stark von aus. Ja, das ist mal eine Portion. Hä? Was macht hier so Geräusche? Ach, das war so eine Biene? Hallo? Oder Hummel? Nee, Biene, ne? Oder Hummel? Ich weiß nicht. Sieht ein bisschen dick aus. Vielleicht ist es auch eine Hummel. Egal. Die holen wir dann nochmal raus. Wir sind ja gleich da. Wir sind ja gleich da. Was sagt eigentlich meine Rüstung gerade? Oh, die ist ja noch top. Die ist ja noch richtig gut in Form. So, und da vorne sind sie gleich. Das ist schon mal zum Scannen. Sind wir denn überhaupt richtig oder ist das... Nee, ist korrekt. Das ist korrekt. Wo sind sie denn? Ja, ich da... Ich dachte nicht gerade. Sag nicht, dass sie unter der Erde sind. Es hört sich stark danach an, als wäre es genau hier unter der Erde. Oh nee, oder? Ah, das ist ja jetzt richtig ärgerlich. Wisst ihr was? Ich laufe mal schnell rüber zur anderen Seite. Ich glaube, ich laufe erstmal gerade zu dem Laser dahin und mache nochmal einen ganz kleinen Cut, bis ich da drüben bin. So, da sind wir bei dem Laser. Und dann schauen wir mal gerade. Ist das der richtige? Oh, das ist eine Spinne. Moment, wo sind wir auf der Karte? Ach nee, das ist der vordere Laser. Wir müssen da irgendwo hin, glaube ich, oder? Warte mal hier schauen. Ja, da hinten müssen wir eigentlich hin. Okay, war doch noch nicht der richtige Laser. Dann gehe ich mal ganz kurz darüber. Dann holen wir uns nämlich direkt ein bisschen Quarzit mit. Das brauchen wir auch. So, und rein geht's. Meine Mama always says I light up a room. Oh. Und weiter geht's. So, da haben wir doch schon mal ein bisschen was. Und es kann auch problemlos abgebaut werden. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier direkt weiter. Perfekt. Ich weiß nicht mehr, wie das mit dem Respawn war, aber ich hoffe, der Respawn, da passiert was. Aber ich meine, wir hatten zum Schluss Respawn gehabt von Quarzit. Oh. Und da ist auch noch was. Milbenreiter. Okay.
So. Zack, 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 zack. Und hier nochmal. Ja, da müssen wir alles haben, ne? Hier liegt nichts mehr weiter rum. Gut, hätten wir das erledigt, dann haben wir hier die Besorgung gemacht. Und ja, dann würde ich nochmal weiter durchlaufen. Es gab ja noch ein zweites Gebiet, wo ich richtig gut an Stinkekäfern, an Wanzen kam. Perfekt. Ein Schlag und er ist hinüber. So habe ich es mir erhofft. So. ja, jetzt muss ich erstmal schauen, dass. Baseball. Hä? Das ist doch der Spawn. So. Ich müsste ja eigentlich in die Richtung, ne? Wenn ich mich nicht täusche, war das hier auf dem Eck. Ja, es müsste. Oh, hallo. Es müsste da gewesen sein. Ungefähr die Richtung. Schauen wir uns mal gerade da um. Was liegt denn da noch? Das war die. Okay. Ja, dann sind wir richtig. Genau. Hier, das ist dieses total zerstörte Gebiet. Sind wir vollständig korrekt. Und da vorne müssen sie dann sein. Ja, da sind sie sogar. Oh Gott, vier Stück sind's. Was machen die denn da gerade? Mal gerade triggern. Ach, verdammt. Komm her. Jo, perfekt. Ah. Super. Okay, hat nicht mehr gezählt. Och, ich wollte schon sagen. Eine haben wir rausbekommen. Eine einzige. Aber die machen doch noch sehr gut Schaden. Achso, das war ja nicht. Schon. Wie hast du mich denn getroffen? Nee. Er hat nicht mehr geblockt. Ja, super. Das macht wirklich keinen Sinn mit dem Hammer. Und auch nicht mit der Rüstung. Was war das denn gerade? Das macht da gar keinen Sinn. Das ist schrecklich. Ja, ich gehe mal gerade meine Sachen wiederholen. So, dann probieren wir das mal aus. Aber ja, dann macht der Hammer da wirklich gar nichts. So. Jo, passt. Sortierung ist natürlich wieder hinüber. Aber egal. Achso, ich habe jetzt mal gerade Folgendes geholt. Ich habe hier nochmal zwei Seile. Dann kann ich den Bogen mal reparieren. Genau. Ich würde ja am liebsten, würde ich den da hinten noch holen. Feder, die brauche ich auch noch. Und das sind die großen Ameisen. Oh nein. Ganz fatal. Oh, jetzt ist er schon wieder zurückgesetzt. Ich hasse es. Was machen die denn da? Na gut, dann hauen wir wieder ab. Naja. Lass mich doch in Frieden.
Ich hoffe, dass die Stinkefeile noch so viel Schaden machen. Und dann würde ich das jetzt einfach mal am Bombardierkäfer probieren. Okay, der bleibt hängen. Die Federn lasse ich jetzt auch mal da. Das Gebiet ist dann doch noch ein bisschen zu krass. Beziehungsweise unsere Waffen sind gerade viel zu schwach. Als dass man da angenehm kämpfen kann. Ja, schön. Dann kommen wir wieder. Ich könnte aber hier mal einen kleinen Besuch abstatten. Und ein bisschen was scannen. Machen wir mal direkt. So, Quarzit. Jo, okay. Wieder 20 Punkte verdient. Und es wird mittlerweile auch wieder dunkel. Das heißt, ich gehe mal schnell nach Hause. So, da vorne müsste wieder ein bisschen was zu trinken sein. Das würde ich direkt mal einsammeln. Wo haben wir es denn? Müsste ja hier irgendwo sein, ne? Oder ist das hier? Da ist es. So, 4 Meter noch. Dann sind wir wieder zu Haus. Und vielleicht sollten wir nochmal zu Bürgel gehen und vielleicht schon mal eine Aufgabe annehmen. Das wäre eigentlich so verkehrt. Dann kommen wir da auch ganz gut hinterher. Vielleicht machen wir das jetzt noch schnell. Vielleicht gehen wir jetzt noch mal schnell zu Bürgel rein. Sagen dir mal guten Tag und nehmen mal eine Aufgabe an. Machen wir das nämlich direkt ein bisschen parallel mit. So, weiter geht's. Ach, die schon wieder. Na, komm schon. So, einmal schnell hier drüber. Und dann muss ich dran denken, in die Seide zu machen. Oh, das ist nicht so schön, wenn die Spinnen raus sind. Okay. Hier bin ich hoffentlich sicher. Guten Tag. Howdy, it's good to see you again. Ja, zeig mal kurz, was du da hast. Das, ich habe 940, okay, nö. Always happy to see a repeat customer. Hast du Aufgaben? Okay, ja, das ist auf jeden Fall machbar. Ich hatte gehofft, dass er vielleicht erstmal so eine Markierung macht oder so, aber das ist auch machbar. Analysiere Ton. Haben wir sogar noch einen da? Und dann Reparaturwerkzeug. So. Mann, das sieht ja cool aus von hier hinten, wie das so leuchtet. Wo ist eigentlich... Achso, das ist wahrscheinlich ein Anzeigefehler, ne? Das kommt jetzt gleich. Da ist mein, genau, das ist mein Gebilde und das leuchtet einfach schon mal weiter. Sieht cool aus. So. Okay, dann gerade mal einsortieren hier oder einlagern. Ich mach dann schon mal direkt nochmal die 2 Pfeile. Warum wir sie denn? Hier, ne? Ja. So, dann haben wir da noch ein paar... Nee. Da haben wir noch einmal Teile. Okay. Das ist fertig. Dann brauchen wir die. Die und davon noch einen. Und ich gehe schlafen. Schlafen. Perhaps we should make camp for the night? Perfekt. So, nochmal 4 machen. Da nehme ich mir das wieder raus. Ein einziges brauchen wir noch. Dann haben wir es geschafft. Oh, was bist du denn? Ich weiß nicht, ob du mir Böses willst. Ich glaube nicht, ne?
Du siehst eher so aus, als wüsstest du gar nicht, was du machen sollst. In dieser Welt. Da könnte ich vielleicht runter. Wenn ich dann dahin muss. Ja, das ist schade mit den Steinen. Das ist etwas schade. So, das braucht... Oh, das ist schon halb durch. Dann sammeln wir mal gerade die ganzen Sachen ein. Beziehungsweise brauche ich ja gar nicht, ne? Das... Achso, ja. Es waren 8. Es waren nicht 9, es waren 8. Aber ja, mir fehlen noch da. Ich muss nochmal darüber. Ja. Da muss ich nochmal rüber. Guten Tag. So. Und dann gucken wir mal, ob hier wieder ein bisschen was zu trinken ist. Haben wir da was da? Nein, leider nicht. Ist immer so eine Sache. Ich glaube, der Spawn war ja immer relativ selten. Wenn ich mich recht erinnere. So, ich will mal gerade hier hoch. Ja, gehen wir da rüber. So. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht, nachdem wir da die Wolfsspinne hatten. Als wir die Spinnenfaden geholt haben. Aber hier haben wir auch ein paar Blätter, die wir brauchen. Und ein bisschen was zu trinken. Perfekt. Ja, das soll kein Problem sein. Und ich gehe hier rüber. So. Die nehmen wir gleich mit. Oh. Und wir hauen wieder ab. Wir hauen wieder ab. Hauptsache. So sieht also ein Meter aus. Und ich hoffe, dass da wirklich nichts drin ist, was gefährlich ist. Das wäre sehr schade, wenn wir dann mal all unsere Sachen verlieren. Oh. Hm. Worse than my mom's Brussels sprouts. So, Moment, was? Achso, Insekten, Hacke ging ja noch nicht, aber die Keule. So, sehr nice. Ja, dann schmeiße ich die direkt raus. So. Und die kommt dann hier hin. Genau. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns nochmal einen Bombardierkäfer. Wo bin ich denn jetzt? Nee, war richtig hier. Zwei Teile brauchen wir noch. Ich hoffe, wir kriegen die aus dem einen raus. Achso, stimmt. Das brauche ich auch gar nicht dann gucken, ne? Das zeigt mir an, was ich alles insgesamt habe. Das ist cool. Oder sollen wir erstmal... Nee, wisst ihr was? Wir holen uns erstmal ein paar Marienkäfer. Ich glaube, das ist am besten gerade. Ich glaube, das ist am besten. Weil wenn ich dann die Rüstung habe, dann kann ich damit auf jeden Fall schon mal besser kämpfen. Oh, da ist ja einer. Ja, tut mir leid, mein kleiner Freund. Ich muss dich jetzt leider voll krass bekämpfen. Ja, entspannt. Oh, habe ich Leben verloren, weil der mich angegriffen hat, auch wenn ich geblockt habe? Okay. Wahrscheinlich auch so eine Sache, die vorher schon war. Was kostete das ja eigentlich jetzt? Ist das auch geändert worden oder? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich will den reparieren. Wo ist denn der jetzt? Hier oben. Hier oben ist er nicht. So. Achso, ich muss den erstmal... Ja. Genau, ich muss den erstmal raus. Ach nee, da ist er. Reparieren. Okay. Das ist geändert. Ob ich das besser finde, weiß ich nicht. Das war ja vorher, glaube ich, 5 Quarzit. Das hast du schnell bekommen.
Jetzt muss man noch ein bisschen mehr machen. Aber es kostet halt auch nicht so viel Quarzit. So, wir hatten noch irgendwo ein paar Marienkäfer, die rumliefen. Da hinten. Holen wir den direkt mit. Dann haben wir möglichst bald auch schon die Marienkäferrüstung. Oh, in der Luft. Ernsthaft? Wofür springe ich denn? Super. Vielleicht soll ich mir nochmal Stechmücken holen, wirklich. Vielleicht sollte ich das machen. Aber wir gucken mal, vielleicht können wir jetzt schon mal das ein oder andere Teil herstellen. Gab es nicht sogar einen Rüstungsbonus? Doch, ne? Was sind die Frag? Achso, sortieren. Cool. Ich bin mir nicht mehr sicher. Da. Unknackbar. Set-Bonus. Stimmt, da war was. Oh. Mann. Immer wieder. Ach, wisst ihr was? Ich lasse das mal da. Ich habe ja noch ein paar Pilze. Ich lasse das mal da für den Fall, dass ich ganz dringend Wasser brauche. Und es wäre cool, wenn man hier irgendwie sich setzen könnte und dann ein bisschen schneller Leben regeneriert. Aber wir gucken mal. Moment, ich kann das ja hier schon mal alles reinpacken. So. Genau. Was war das gerade für Geräusche? Wir brauchen ein wenig Rüstung. Da können wir schon mal echt gut was machen. 6. Wir können die ganze Rüstung machen. Wir brauchen nur noch ein paar Blüten und eine ganze Menge Bärenleder. Bärenleder haben wir 0 noch, ne? Ja, wir können 2 Bärenleder machen. Das ist jetzt aber auch nicht die Welt. Da müssen wir nochmal ganz schnell da hinten rüber. Und holen da gerade nochmal ein bisschen Bärenleder. Wollte ich sagen. Jo, nee, ich gehe nicht links rum. Das ist auch wieder zu gefährlich. Ach, komm schon. So. Ja. Ich laufe mal schnell darüber und mache einen kurzen Cut. So, da sind wir gleich. Mir fällt gerade auf, da vorne ist ja auch Spinnenweben. Das kann ich auch nochmal schnell mitnehmen. So, komm mal her. Hä? Ich habe jetzt nichts raus. Die wollen mich doch auf den Arm nehmen. Ah, super. Dann nehme ich hier Ton mit. Vielleicht haben wir gleich nochmal eine Stechmücke da. Aber ich bin da jetzt nicht wirklich drauf aus, eine zu treffen. Weil wir halt auch kaum noch Leben haben. Okay. Pfeile sind die richtigen. Da runter bekommen, das glaube ich ja nicht, aber ich versuche es trotzdem mal. Hey, was treffe ich denn da? Scheiß drauf. So, hier haben wir schon mal eine. Komm, jetzt die ganzen. Da kommen die ganzen Pfeile wieder runter. Nummer 1. Kann ich die... Jo. Nummer 2. Ist ja gar nicht so verkehrt, dass sie wieder runterkommen. Und das hier ist bestimmt ein Verschossener, ne? Der irgendwie... Jo. Okay, die hängen beide auf jeden Fall auf dem Blatt. Da vorne sind noch welche.
Das ist eine Biene, okay. So. Perfekt. Flatsch. Schön. Okay, da ist irgendwas, ist hier direkt. Was ist denn hier los? Ach, da ist die Stechmücke, okay. Im Sumpf. Okay, okay. Dann gehen wir mal hier rüber und holen uns gerade noch die anderen Bären. Die Sonne blendet. Und Nummer 3. Perfekt. Okay, es drängt nebenan. Bisschen höher. Perfekt. Dann gibt das schön. Ups. Dann gibt das schön Bären. Beziehungsweise Bärenleder. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und. Oh Gott, das sind noch mehr. Und da ist noch eine. Die ist heil geblieben, krass. Gut, aber eine echt gute Summe. Kann ich beide? Oh Gott. Ich hab noch gefehlt, dass sie mir jetzt Schaden nehmen und ich sterbe. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, jo. Schön, dann gehe ich mal schnell wieder nach Hause. Ah ja, schön. Magst du mich nicht kurz mitnehmen? Auf jeden Fall eine Biene. Keine Hummel. Ja, dann mache ich mir nochmal einen ganz kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder zu Hause. Da sind sie. Oh nein, die hat mich gefunden. Ernsthaft. Blödes Vieh. Okay, wissen wir Bescheid. Die sind im Sumpf, wenn wir die brauchen. Ich wollte eigentlich gerade hier rüber, glaube ich. Wo sind wir denn jetzt? Ja, nee, ich bin vom Kurs abgekommen. Ich wollte eigentlich... Oh ne, wir sind gleich zu Hause. Gut, dann lasse ich euch kurz da. Sonst hätte ich den ja mal schnell so abgegangen. Ja, perfekt. Nee, ich wollte eigentlich kurz scannen gehen, damit wir die Aufgabe da abschließen. Aber jetzt ist es zu spät. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ich könnte allerdings direkt mal hier nochmal zugreifen. Ja, schön. Es ist aber interessant, dass ich dadurch mehr Sättigung bekomme als trinken. Das ist sehr interessant, als wäre es eine Suppe. So. Dann bauen wir uns jetzt mal schön die Rüstung. Zack. So. Bärenleder. Jo. 4, 5. Ich will es mal gerade probieren, einfach nur. Ja, schön. Brauche ich das gar nicht erst im Inventar behalten. Weil wir hatten ja noch ein, zwei Leder, hatten wir noch übrig. Nicht Leder, Bären, glaube ich. Oder war es Leder? Na, ist ja auch egal. Wir machen uns jetzt schön hier die Rüstung. So, da haben wir schon mal den Helm. Keep me safe. Jo. Safer. Der kommt weg. Das sind aber doch die Marienkäfergeräusche, oder? Die Kaulquappen hier machen. Würde ich mal sagen. Ja, ich hole mal ganz kurz da vorne noch ein paar Blütenblätter. Ich hoffe, die sind da. Aber die... Oder? Hatte ich alle geholt? Hey, da sind wieder welche. Die sind gespawnt. Sehr schön. Wie viel brauche ich denn?
Sechs. Sechs, genau. Ich brauche 6 Stück. Oh Gott. Doch, sollte kein Problem sein. Wenn die alle, die wieder gespawnt sind, hier sind schon 3, 4. Ja, doch, das passt. Das sind sogar 5. Perfekt. Dann muss da vorne nur noch eins sein. Dann haben wir die Rüstung fertig. Ja, wunderbar. Ach du. Tschüss. Ich hau ab. Die Spinne kam oder kommt mir jetzt wieder zu nah. Die ist bestimmt jetzt wieder auf der Seite hier. Ist das nicht schön? Guten Tag. Ah, du bist doch der aus dem Stein, oder nicht? Der Rüsselkäfer aus dem Stein. Ja, aber damit sind wir auf jeden Fall gut aufgestellt. Da fällt mir gerade noch was ein. Das war noch... Ja, hier. Ich kann sogar 3. Wie viel kann ich aktivieren? Maximal 3 Stück. Aber das ist gut. Das ist sehr gut. Das hatte ich auch in meinem Kampf aktiviert. So, Rüstung Nummer 2. Nummer 3. Perfekt, wir haben unsere Rüstung vollständig. Wir haben den guten Hammer und wir haben rote Umarmung, Set-Bonus. Kann ich das hier irgendwie sehen? Nee, nö, da steht nicht genau, was das macht. Aber gut, wir haben eine vollständige Rüstung. Was will man mehr? Kann man eigentlich irgendwie die Kamera nach vorne drehen? Mal irgendwie. Ich drücke mal gerade alle Tasten. Howdy. Look here. Okay. Nö, geht nicht. Schade. Hätten wir uns die mal von außen angucken können. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal schauen wir dann mal. Ich mache mal gerade Folgendes. Ich mache das hier nochmal schnell gerade fertig. Machen wir da nochmal ein bisschen Seide. Genau. Ja, dann müssen wir uns eigentlich beim nächsten Mal den Bombardierkäfer vorknöpfen. Ich glaube, das wäre dann ganz praktisch. Und kann ich... Ja, das geht. Okay. Das wäre dann, glaube ich, ganz praktisch. Und die Rüstung haben wir jetzt auch, dass wir da eigentlich gut aufgestellt sein sollten. Na gut, dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Und wenn sie euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und es noch nicht getan habt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.